Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute mal ein MacComic X7 Mod hier und da wurde auch ein bisschen was dran gemacht. Hier ist die Version 1.1 und wir haben hier die Modgröße von 10 MB. Genau, so sieht er aus. Hat 190 PS, ein stufenloses Getriebe, 305 Liter Sprit und 50 km/h. Ja, so sieht er aus, wie gesagt. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Reifenhersteller bei mich mit Trelleborg, Michelin, Continental, BKT, natürlich Mitasno, BKT, Fredestein, Nogent Tires und die Trelleborg. Die einzelnen Varianten erzähle ich euch nicht, zeige ich euch bloß. Und zwar sind dann folgende bei Trelleborg. Bei Michelin. Bei Continental. Bei Mitas. Bei BKT. Bei Fredestein. Nun Nokian Tiles. So, Frontladeranbau können wir noch machen mit Hauer, Quicke und Hauer, genau. Und Motorausführung wäre möglich mit 190 PS, mit 210, 225, 240, 190 wieder und dann waren wir auch schon wieder am Schluss. Hauptfarbe könnt ihr hier auch abändern, wie ihr wollt. Na. Die Designfarbe betrifft dann hier das Vorderteil hier noch. Und die Felgenfarbe könnt ihr euch dann auch noch mit den ganzen Farben auswählen. Und Kennzeichen habt ihr hier eins und da hinten hängt auch noch eins dran. So, ich habe natürlich schon einen gekauft und zwar in so einem leichten Orange hier. So sieht er aus von außen. Ja, hüpfen wir mal rein in die Kiste. Sieht dann innen drin so aus. Na, viel machen können wir nicht. Wir können gleich noch eine Hupe betätigen. Wäre dann so praktisch. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Kiste an. Dann habt ihr hier nämlich die Displays hier. Hier das Display vorne funktioniert alles genau. Spiegel tun auch. Rundumleuchten tun auch. Wollte ich auch noch zeigen. Genau. So. Hier einhaken funktioniert auch. Alle Schläuche sind drin. Belastung ist auch da. Kein Problem. Funktioniert also auch. So. Nach vorne noch der Fronthydraulik geschwind. Die funktioniert hier bei diesem auch ohne Probleme. Genau, sehr schön. Ja, ihr seht auch hier, er hat LED-Farb-Tagfahrlicht, so jetzt passt. Er hat auch ein bisschen getönte Scheiben scheinbar. Das sind diese Änderungen, die der Motor hier vorgenommen hat. Neue Beleuchtung in LED und Tagfahrlicht. Vielleicht machen wir mal wieder aus hier. So. Und ja, würde ich sagen, gucken wir mal kurz noch in die Nacht rein, in der so viel gemacht wurde. Gucken wir uns das nochmal im Dunkeln einfach an. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So. Gut, gehen wir mal in die Nacht rein. Zack. Da seht ihr auch schon das Tagfahrlicht, ne? LED hier. Haben wir einmal Licht. Ne? Habt ihr so. Auch Kennzeichenbeleuchtung, zweimal Licht, dann seht ihr jetzt LED-Lampen, genau. So einiges, dreimal Licht, dann geht vorne noch ein bisschen was an, auch vorne hier in der Schnauze noch mal was. Viermal Licht wieder alles aus hier drin. Haben wir die Beleuchtung, na, ihr seht hier, manche Sachen sind beleuchtet, manche Sachen sind nicht. Da auch da oben ist noch eine Beleuchtung drin hier in der Decke.
Und ja, sehr schön. Fehler, ihr seht selber, haben wir hier auch keine, zumindest bei der Konfiguration nicht. Ja, und da würde ich sagen, das soll es dann wieder gewesen sein. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr ihn runterladen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und ciao.